Das ist für YouTube Kanal ich. Ich bin der Manuel, bin 42 Jahre alt, bin in Frankfurt am Main geboren. Und früher habe ich viel Sport gemacht und alles und habe dann meine erste Wohnung in Frankfurt-Griesheim bekommen und habe dann am Bahnhof immer Leute gesehen, die wohl so ein bisschen was verkauft haben und habe mich dafür immer interessiert und habe es dann auch mal probiert. Das war dann Crackstein. Und so bin ich halt immer mehr reingerutscht und habe halt mein ganzes Hab und Gut am Anfang alles verhögert und vertögert, damit ich an den Stoff komme. Und irgendwann musste ich halt immer mehr Geld. Und dann habe ich angefangen, kriminelle Sachen zu machen, mit Klauen und Einbrüchen und sowas. Und war auch halt lange im Gefängnis, 15 Jahre. Und jetzt habe ich halt auch angefangen zu spritzen. Also früher habe ich nur Crack geraucht, ja. Ich habe 20 Jahre nur Crack geraucht. Jetzt habe ich seit einem Jahr angefangen zu spritzen. Und jetzt gehe ich halt am Bahnhof und frage Leute nach 1, 2 Euro. Für Kaffee und Brötchen, um an mein Geld zu kommen. Mache am Tag 150 Euro, 160 Euro. Und ansonsten, es ist halt schlimm, da rauszukommen aus der Drogensucht. Wissen Sie? Ich habe schon viele Sachen probiert, rauszukommen, auch wieder. Ich habe Therapien gemacht und bin schon weggezogen aus Frankfurt und war auch mal ein Stück ein Jahr lang clean. Aber es zieht dann immer wieder zurück. Das ist sehr schwer. Ja, ganz mal im Kindergarten und war dann auf der Ernst-Reuter-Schule hier in Frankfurt und habe Hauptschule gemacht und Realschule. Und habe dann eine Ausbildung angefangen als Schreiner. Nach 2 Jahren habe ich sie abgebrochen. Und habe dann die Firma übernommen von meinem Opa, meiner Oma, mit meinem Onkel zusammen. Also mein Opa und Oma sind gestorben und wir haben dann die Firma übernommen. In Griesheim war das. Und es hat sehr gut gelaufen. Und da habe ich halt sehr viel Geld verdient. Und habe halt auch sehr viel Geld ausgegeben für Crack, wie gesagt, Kokain. Und irgendwann hat es nicht mehr gereicht, wie gesagt, da musste ich dann klauen gehen und Einbrüche machen. Und dann war ich halt immer wieder im Gefängnis, immer viele Jahre. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, ich muss irgendwas anderes machen, um halt nicht mehr ins Gefängnis zu kommen. Deswegen frage ich jetzt Leute noch 1, 2 Euro. Ich mache, wie gesagt, schon, wenn es gut läuft, auch manchmal 200, ja. Aber die Probleme, ob ich jetzt zum Beispiel klauen gehe, ja, und kriege Anzeigen, oder ob ich jetzt hier schnorren gehe, kriegt man auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Das ist verboten, ja. Und ich habe jetzt 24 Anzeigen. Und dafür muss ich jetzt auch wieder ins Gefängnis. Ich bin jetzt auch erst am 2.9. entlassen worden aus dem Gefängnis. Also mein Bruder hat für mich 600 Euro bezahlt, Geldstrafe. Wollte eigentlich, dass ich gleich mit nach Hause komme, aber ich bin dann an Schlewitz abgehauen. Also ich habe alles, was ich brauche. Ich könnte sofort nach Hause gehen und ich habe alles, was ich brauche. Ich habe sogar ein Auto oder alles, was ich will, habe ich. Aber ich komme einfach nicht weg von den Drogen. Und ehrlich gesagt, machen wir mein Leben auch Spaß. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Droge, auch das Ganze drumherum. Macht einfach Spaß, macht Laune. Ja. Einzig, was halt nicht immer so schön ist, halt so, man achtet nicht mehr auf Körperpflege oder saubere Klamotten oder man isst wenig oder man schläft wenig. Man lernt die falschen Freunde kennen. Ja. Ja, wenn du was hast, bist du was, wenn du nichts hast, bist du nichts. Ja, so ist es einfach. Ja. Und ich habe auch schon mich immer dafür interessiert, weil es gibt öfters Leute, die so rumlaufen wie du und mit Leuten Interviews machen. Aber ich habe mich immer so ein bisschen geschämt. Ja. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn meine Mutter und mein Bruder im Fernsehen gucken und mich dann sehen, dann ist das natürlich schlecht, ja? Weil ich habe eine große Familie. Aber jetzt würde ich sagen, das ist halt mein Leben, was soll ich machen? Ich komme nicht weg davon. Ich habe einen gesetzlichen Betreuer, ich habe einen guten Anwalt, ich habe viele Leute, die sich um mich kümmern, um mir auch immer wieder Geld zu stecken, Drogen. Aber ich komme nicht weg einfach, ich weiß nicht warum, es ist einfach zu schwierig dafür. Ja? Und mich freut es auch, dass es so Leute gibt wie euch, die sich auch, ihr interessiert uns ja für uns. Ich meine, ihr macht es ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, ihr interessiert euch auch dafür, ja, wie wir leben. Ja. Wissen was, wenn ich wirklich überlege, was ich im Monat an Geld ausgebe, dann sind es locker mal 5.000 Euro für Drogen. Und ich kann mir nicht mal ein paar Socken leisten. Überlegen Sie sich mal. Ja. Ich mache jeden Tag 150 Euro und habe die Klamotten 4 Wochen an. Ja. Ich kann mir nichts leisten, alles geht für Drogen, alles. Alles geht für Drogen drauf. Ja. Ja, und da sind schon unsere besten Freunde, die kommen jetzt hier. Das sind meine besten Freunde, kannst du mal umdrehen, die in Gelb. Das sind diese Leute, die wo mich anzeigen, wegen Hausfriedensbruch und so ein Kram und sowas. Ja. Jetzt, wie gesagt, ich habe 24 oder 25 Anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Dafür muss ich ins Gefängnis und ich habe einen gesetzlichen Betreuer. Also ich gehe vom Knast aus in Therapie, außerhalb Frankfurt. Und danach gehe ich dann ins betreute Wohnen. Mal gucken, ich weiß noch nicht wo. Und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Also ich will wieder versuchen, ich will wegzukommen vom Spritzen auf jeden Fall wieder. Weil wie es mache ich erst seit einem Jahr. Vom Crackrauchen komme ich nicht weg, das rauche ich immer wieder. Aber vom Spritzen will ich wieder wegkommen. Weil ich habe auch jetzt erfahren, dass ich Hepatitis C habe. Habe ich vor einem Monat erfahren jetzt. Und ich weiß nicht, wie ich das bekommen habe, aber ich habe es halt bekommen. Und
Ja, ich will schon was ändern in meinem Leben. Also, es stehen ja noch viele, stehen auch. Ich meine, ich bin 42, aber wie gesagt, ich bin auch vorbestraft ohne Ende. Aber also ich meine, jetzt, wenn ich jetzt, wie gesagt, aufhören würde und würde mich dafür entscheiden, jetzt keine Drogen mehr zu nehmen. Also ich lebe jetzt nicht an der Armutsgrenze. Ja? Also meine Eltern und meine Familie haben Geld und die würden mich auch unterstützen bei allem. Ja? So ist das nicht. Aber das Vertrauen ist nicht mehr da. Weil ich habe auch schon meine eigene Familie beklaut. Geld geklaut, Schmuck geklaut. Und ja, allen möglichen Scheiß gemacht, um an den Dreck ranzukommen, halt, wie gesagt. Und ja, ich will versuchen, mein Leben zu ändern auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann oder wie oder wo oder wie es anfängt. Ich habe es schon mal geschafft, wie gesagt. Ich war mal ein Jahr lang clean, habe ich in Darmstadt gewohnt. Da habe ich ehrenamtlich gearbeitet für die Tafel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da kriegen so Leute, kann man für 1 Euro gegen die Tüten mehr essen. Da habe ich ehrenamtlich gearbeitet und viel Kontakt gehabt mit Sozialarbeitern, Psychologen und sowas. Und ich will mein Leben auf jeden Fall ändern, aber die ist wirklich sehr, 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 sehr schwer, da wieder rauszukommen. Sehr, sehr schwer. Und für, sag mal, für jemanden, der wo vielleicht nicht aus Frankfurt kommt, ist vielleicht jetzt nicht so, den interessiert es vielleicht nicht, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Bahn in die Stadt fahre oder so, ich treffe immer wieder irgendwelche alte Freunde oder meine Tante oder mein Onkel, da wo ich mich dann praktisch schämen muss, ja, guck mal, wie ich aussehe. So hab ich habe früher Fußball gespielt, Tischtennis gespielt, Basketball gespielt, war früher mal Sportkanone, ja? Viel Fahrrad gefahren und sowas. Dieses Crack hat mich richtig kaputt gemacht, ja. Und in Frankfurt ist es ja nicht nur hier am Bahnhof, egal wo sie hinfahren, es wird überall verkauft und gemacht und getan. Und die machen sich im Endeffekt eine goldene Nase, die bauen sich Häuser mit unserem Geld, ja. Das kann ich gar nicht vorstellen, was sie Geld machen. Ja. Die sind so dumm und schieben denen alles in den Arsch praktisch, ja. Und überlegen Sie mal, sie kaufen für 150 Euro Crack am Tag, ja. Und am Ende haben sie kein Geld mehr und gehen hin und fragen nach einem kleinen Zug geschenkt. Wissen, was sie zu ihnen sagen? Hast du Geld? Nee, verpiss dich. Also ich will mein Leben auf jeden Fall ändern und also ich habe es ja schon mal geschafft. Ich weiß, dass ich schaffen kann, aber ich muss halt erstmal den Anfang finden. Der ist halt schwer. Ne? Also, die machen irgendwas in dieses Zeug rein, in dieses Kokain, das gierig macht. Keine Ahnung, Subotex oder Diazepam, Ribotril, keine Ahnung. Man macht einen Zug und dieser Zug hält genau 1-2 Minuten und dann braucht man schon den nächsten Zug. Also das ist einfach, das macht gierig, dieses Zeug, ja. Es wird immer gieriger, gieriger. Also wenn Sie mir jetzt 5 Gramm geben, dann verspreche ich Ihnen, dass ich in einer Stunde nichts mehr habe von diesen 5 Gramm und dann wieder was Neues brauche. Warum auch immer, weiß ich nicht, aber das, man will immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ja, beim Heroin ist halt anders, man nimmt ein bisschen Heroin und das hält für 5, 6, 7, 8 Stunden. Aber das Hauptding hier in Frankfurt, was die Menschen kaputt macht oder uns kaputt macht, ist halt das Crack. Ja. Weil man weiß nicht genau, was sie da reinmischen. Aber sie mischen nichts Gutes rein, würde ich mal sagen, weil die kennen sich schon aus und ja, das macht gierig, das Zeug, ja, das macht gierig. Und ja, das wird entweder gekocht, man kann es mit Kaisernatron kochen oder auch mit Ammoniak. Ja. Mit Ammoniak will keiner haben, weil es ekelhaft schmeckt, halt eher mit Kaisernatron. Und also ich kann zu 50% sagen, jemand, der wo 1, 2, 3, 4 Mal eine Crackpfeife raucht, der bleibt drauf hängen. Da kann ich ganz, ganz sicher sein. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Weil es einfach dieses Glücksgefühl, es gefällt einfach einem. Ist man, allein dieses, wenn es rauchen, ist einfach ein Glücksgefühl und man hat das verlangt, immer mehr zu nehmen. Ja. Und ich habe auch nie früher gedacht, dass ich mal so ende. Ja. Aber wie, bei mir hat es so angefangen, ich habe einmal Crack geraucht und habe mich übergeben. Ja, und habe dann 3 Monate nicht mehr geraucht. Und dann habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der gesagt, hier, ich habe was Gutes und so. Und da habe ich gesagt, nee, davon wurde mir letztes Mal so schlecht. Und dann hat er gesagt, probier halt nochmal. Und dann habe ich halt nochmal probiert und dann war die Show vorbei. Ja. Ich habe meine ganze Wohnungseinrichtung, ich habe mein Auto, ich habe meinen Hund, meine Frau, ist alles flöten gegangen. Ja. Und ja. Meine Mutter hat mich besucht, werde ich nie vergessen, es war Sonntag, die hat Sorgen um mich gemacht, die hat mich besucht und in meiner Wohnung war nur noch eine Matratze, ein Stuhl und auf diesem Stuhl war das Haustelefon von mir, Festnetz und sonst hatte ich nichts mehr in der Wohnung. Ich hatte alles, was ich habe, versetzt. Alles. 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 Und jetzt habe ich nichts mehr. Mein ganzes Erbe von meinem Opa, meiner Oma, alles weg. Also ich will nicht wissen, wie viel Geld ich schon platt gemacht habe für das Zeug, aber es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich mache jetzt jeden Tag 150 bis 200 Euro. Rechne das aber aus dem Monat aus. Ja. Plus das, was die Leute mir noch kaufen, man essen, trinken. Oder das, was ich noch so nebenbei schnappe oder so. Ja. Überlegen Sie sich das mal, wie gut ich leben könnte, wenn ich das Zeug nicht rauchen würde. Ja. Und dadurch habe ich dann mal angefangen mit dem Spritzen. Ja. Da geht die Welt komplett unter. Ich stehe morgens auf, ich kann nicht laufen, ich muss kriechen.
Ich brauche Trinkgeld für Stoff, sonst verrecke ich. Und man geht so weit, glauben wir, man geht so weit, um an Stoff ranzukommen, um alles zu machen. Glauben wir, machen wir alles. Also ich will jetzt nicht lügen, aber also jetzt so, sag ich mal, so alte Leute, sowas mache ich nicht, überfallen oder sowas, aber ich habe schon coole Dinge gemacht, also einfach so auf der Straße, jemand ein paar in die Fresse gehauen, das Geld weggenommen und sowas. Hauptsache, ich will meinen Stoff, und also hört auf mich und lasst die Finger weg vom Crack, Leute, weil sonst ist das euer Untergang. Ja, also es hat mich auf jeden Fall gefreut, so, dass ich das jetzt hier machen konnte und ich hoffe, dass ihr nicht immer nur schlecht über uns denkt. Ja, wir sind zwar, wie gesagt, drogenabhängig und auch kriminell, aber wir sind trotzdem gute Menschen und wir sind einfach von der schiefen Bahn auf die schiefe Bahn gerutscht und so ist es halt. Wir sind keine schlechten Menschen. Wir sind einfach nur abhängig und krank.